Hey yo Freunde, willkommen zu einem weiteren Video. Vor diesem Video möchte ich ganz kurz sagen, ich habe immer noch meine Supreme-Verlosung am Start für den Gomade.net-Server. Deswegen, wenn ihr noch mitmachen wollt, macht sehr, sehr gerne mit in die Kommentare mit Hashtag Supreme und schreibt ganz einfach, warum ihr mitmachen wollt. Hinzu solltet ihr selbstverständlich Abonnent sein und dieses Video liken, was super, super cool wäre. Und so macht ihr mit. Ich würde mich freuen, wenn ihr mitmacht und dann geht's auch schon los mit dem Video. Viel Spaß! Jo, Freunde, willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute mit dem Lenny Games. Hallöchen. Hallöchen. Heute haben wir beide uns nämlich gedacht, wir machen ein fettes, dickes YouTuber am Intro erraten. Bedeutet, ihr könnt natürlich sehr, sehr gerne mitraten. Lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt weitere Vorschläge, was erraten irgendwie angeht, unten in die Kommentare. Schaut beim Lenny vorbei. Lasst ihm einfach mal ein gediegenes Abo da, Leute. Wäre richtig fresh, da würde er sich, denke ich, mal drüber freuen, oder Lenny? Auf jeden Fall, wäre cool. Schnieke. Genau, auf jeden Fall es ist natürlich die Sache, wer wird heute gewinnen. Wir haben uns jeder drei ganze YouTuber-Intros rausgesucht und die werden wir uns halt gegenseitig vorspielen. Ihr könnt mitraten, einfach nur die Songs, weil sonst würde man das ja wissen. Willst du anfangen? Du bist der Gast, du fängst einfach mit dem ersten an und dann errate ich, oder? Okay, ich bin super, gespannt, ob du ihn erraten wirst. Ich auch. Okay, dann fangen wir an. Hier ist jetzt mein wunderschönes erstes Intro für dich. Ich hoffe einfach mal, dass du es nicht erraten wirst. Okay, hau raus. Alter, ich weiß es! Ja! Es ist Minus Dude, ich weiß es ganz genau. Safe. Warum? Weil ich... Damals, ich habe so ein ähnliches Intro gehabt, ich habe es nur mit der Brücke gehabt, das ist schon richtig lange her. Und ich habe dieses Lied, ich wollte es unbedingt auch haben. Und deswegen weiß ich, dass es Safe Air ist. Also lockst du Minus Dude ein. Ja. Und damit liegst du richtig, dein. Yes, als ob. Ich hab das Lied wirklich damals richtig gefeiert und ich wollte es unbedingt auch haben und deswegen wusste ich das noch. Ja, das hatten ja voll viele, ne? Zum Beispiel, das war so geil. Hatte das auch. Und irgendwie, das hatten ganz viele, deswegen dachte ich, es ist nicht ganz so einfach, aber du hast jetzt direkt deinen ersten hier richtig erraten. Oh yes, ich hau dir auch mal eins raus, du bekommst auch meinen ersten, ich spiel's dir ab. Okay, ich habe meinen ersten YouTuber auch gerade rausgefunden, pass auf, ich spiel's dir ab und du musst sagen, wer das ist, okay? Ich hoffe, du hörst das. Ich versuch's so gut ans Mikro zu halten, wie es geht. Let's go. Nein! Hörst du das? Also ganz kurz, Leute, ich muss euch was sagen. Wir haben vor der Aufnahme, vor 5 Minuten, haben wir uns beide jeweils halt 3 YouTuber rausgesucht, dessen Intros wir dann zeigen. Und ich habe mir genau denselben YouTuber rausgesucht, den Nein. du gerade abgespielt hast. Nein, oder? Als ob. Das ist jetzt schwierig. Ja, okay. Fängt er mit F an? Pass auf, wir geben uns jeder einen Punkt, würde ich sagen, oder? Sollen wir uns jeder einen Punkt geben, wenn wir die beide haben? Nee, ich will... Warte, ganz kurz. Ich würde einfach sagen, ich habe jetzt richtig erraten, oder? Ja, hast du ja auch. Okay, wollen wir einfach weitermachen? Ja, es steht jetzt 1-1. Okay, alles klar. Dann hau du mal deinen zweiten YouTube raus. Ich bin gespannt, ob ich den auch errate. Das war super. Ey, es ist aber... Ich kann mir vorstellen, dass es nur öfter passiert. Ich bin gespannt. So, okay. Ich habe mein zweites Intro für dich. Und viel Spaß auf jeden Fall. What the fuck? Du hast jetzt noch den Anfangston von seiner echten Stimme, sag ich mal. Ja, gehört. Aber ich habe absolut keinen, ich habe den Song noch nie gehört, ne? Ich rate einfach mal, ist es Crack Gomme? Nein. Ist es eigentlich Döner? Nee, es ist Trizes, kennst du den? Ja, den kenne ich. Scheiße, der... Das war schwierig, Alter, das war der echt schwierig. Der hat so ein komisches, der hat so ein ähnliches Intro wie Fix, kann das sein? Der hat so ein 2D-Intro. Echt? Oh, ich habe gar keine Ahnung. So ein relativ simples. Aber ich meine, er verwendet das auch nicht in jedem Video. Ich habe Trizes so selten. Ich habe nur seine Vlogs immer geguckt, ab und zu mal. Aber die Gaming-Videos, so, ich weiß nicht, ich gucke selten immer Gaming-Videos. Aber ich habe einen zweiten coolen YouTuber für dich. Ich bin so gespannt, ob du den errätst. Ich gebe dir mal keinen. Ich kann jetzt in Führung gehen. Du kannst in Führung gehen, ja, genau. Aber der ist wirklich ganz, 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 ja. Ich zeig dir sogar 2 Intros, ja? Ich zeig dir 2 Intros, wenn du nicht drauf kommst. Okay. So, okay. Willst du erstes das Dumme oder erstes Normale? Achso, ich kann jetzt aber. Du kannst entscheiden. Dann nehme ich das Normale. Ja, okay, dann kommen wir zum Normalen. Ich spiel's hier ab natürlich. Jo, gerne. So, es kommt. Okay.
Hört man das? Irgendwie. Ja, es laggt nicht, es kommt nicht richtig an gerade. Ja. Oh Gott. Wer ist es, Lenny? Oh Gott, ich kenne das Intro. Wer ist es? Ich kenne sowas von. Es komm, ist, ich kann dir auch das, wenn du, errat einmal, sonst zeige ich das zweite auch noch. Es ist auf jeden Fall ein typisches Minecraft-Intro, so viel ist klar. Das ist klar, ja. Wir haben ja auch heute nur Minecraft-YouTuber am Start, ne? Naja, genau. Wollen wir nochmal angemerkt haben hier. Oh, das ist schwierig. Das ist echt schwer. Also zeig mir nochmal das zweite Intro. Okay, pass auf. Boah. Eigentlich ist es voll bekannt, wirklich jetzt, es ist so bekannt, wenn du... Ich bin echt gespannt, du kennst den YouTube zu 100%. Boah, das ist schwer. Ich du weiß auch, wenn du es mir jetzt sagst, dann denke ich so, oh nee, komm. Ja, das wird auch so sein. Ich's. Ich muss jetzt irgendeinen Tipp abgeben. Ja. Warte. Es ist nicht so, also... Es ist halt schwer, den Song haben viele verwendet, viele. Wer ist es? Mir fällt er echt nicht ein. Ich weiß es echt nicht. Das gibt's nicht. Ich tippe jetzt einfach, da ich sonst das Video bis ins Unendliche rauszögern würde. Jetzt fällt mir nicht mehr der Name ein. Ah, Gott. Na? Wie hieß der nochmal? Nebelnik tippe ich. Aber nein, Nebelnik ist es nicht. Nee. Nebelnik hat auch, glaube ich, seit 9 Monaten oder so, glaube ich, mittlerweile echt keine Videos mehr gemacht. Krasse Sache. Ja, krass, echt. Ja, wer war das soll denn? Ich auflösen? Ja, hau raus. Das ist der YouTuber Celtics, der damals echt aktiv SG-Videos und so weiter gebracht hat, aber mittlerweile halt auch auf die Relive-Szene gestiegen ist. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne ihn, aber ich habe kein einziges Gaming-Video von ihm geschaut, muss ich ganz echt sagen. Er hat damals, er war so krass in der Szene SG und so. Ich dachte, du hast da mal irgendwas gesehen. Ja, nee, willst du mir deinen letzten, dritten YouTuber zeigen? Und danach bin ich wieder... Ich bin mal gespannt, was du mir jetzt raushaust. Es ist immer, ich glaube, es ist immer noch 1-1, glaube ich, ne? Ja, genau, 1-1. Du kannst aber jetzt theoretisch in Führung wieder gehen. Okay. Mit meinem dritten Intro. So, jetzt bin ich echt mal gespannt, ob du das erraten wirst. Ist doch gar kein Ding für mich, ja? Der Paluten ist natürlich am Start, ja? 2-1, oder? Nein. Ist ja, ich muss falsch? Jetzt nochmal ein einfacheres raushauen. Ja, doch, das ist richtig, alles cool. Okay, gut. Oh Gott. Okay, aber mein letztes ist nochmal ein bisschen kniffliger, ja? Es ist wirklich einigermaßen knifflig, aber wir haben ja auf beiden Kanälen das Ganze gemacht, könnt ihr gerne halt auch auschecken. Und da habe ich auf, meine andere Reihe ist, glaube ich, ein bisschen einfacher sogar. Aber wir kommen zu meinem letzten Intro an dich. Du hast jetzt die Möglichkeit auszugleichen, ja? Ja, okay. Los geht's. Und los! Oh, nee. Ja, welcher YouTuber ist das denn? Es ist knifflig. Also, den YouTuber, der ist, den kennst du zu 100%. Ob du ein Video schon mal geschaut hast, weiß ich nicht. Denke ich aber mal. Ja, das werde ich mich hier komplett blamieren. Ich kenne den Song auf jeden Fall. Ist in einem großen Projekt drin. Minecraft-Projekt. Okay. Das ist ein kleiner Tipp. Das ist dein Tipp, okay. Boah. Ich könnte dir sogar sagen, in welchem. Ja, damit gut, du eine Chance hast. Projekt, wer Varo, würde ich mal sagen. Es ist Minecraft Varo, ja. In diesem Projekt ist dieser YouTuber. Vielleicht ist es ja auch eine YouTuberin. Nein, ist schon YouTuber. Nee, das glaube ich auch. Oh, das ist echt schwierig. Ich blamier mich jetzt hier gerade voll auf deinem Kanal. Na, wahrscheinlich denken sich gerade so alle Zuschauer. Es ist schwer. Nee, es ist echt schwer. Ich wusste es auch nicht, glaube ich. Oh Mann. Also der Song kommt mir auf jeden Fall echt mega bekannt vor. Ich bin jetzt auch mal gespannt, wer aus seiner Community das so erraten wird. Ich muss sagen, das Intro ist Bombe. Echt Hammer. Ich hätte echt gerne so ein Intro. Also an die Intro-Designer gerade mal, die Minecraft-Intros machen, gerne mich anschreiben auf Twitter und mir einfach mal ein Minecraft-Intro machen. Wäre fett. Richtig geil wäre das. Boah. Es ist ein Minecraft-Intro. Also richtig mit Skin und sowas, weißt du? Mit so Zeugs? Ja, haben ja die meisten, genau. Ja. Genau. Boah, shit, das ist echt nicht einfach.
Lass mich das überlegen. Ja, ja, es ist schon... Ja, doch, ist schwer. Es ist halt die Frage, wer ist alles bei Varo dabei und hat dann noch so ein Intro? Ich kann dir noch einen Tipp geben, ist auch aktiv in der SG-Szene gewesen. Die SG-Szene, okay. Jetzt ist es eigentlich schon echt. Wer ist in Minecraft Varo und ist in der SG-Szene aktiv gewesen? Hive SG übrigens. Hive SG? Ja, damals halt, die damaligen Hive SG-Zeiten. Da kenne ich mich wieder gar nicht mit aus. Also wirklich null. Komm, das wird noch. Es ist. Komm, du weißt das. Ganz kurz kannst du rausschalten, ich muss kurz überlegen. Oh, das ist echt schwierig. Rate einmal, dann gebe ich dir einen Riesentipp und wenn du es dann nicht weißt, dann weiß ich auch nicht weiter. Alter, das ist echt, das ist wirklich nicht einfach. Vor allen Dingen. Oh, Mann. Ist es denn sein aktuelles Intro? Nein. Ich weiß gar nicht, ob er momentan noch Intros verwendet. Keine Ahnung. Also, der Einzige, den ich so kenne, der wirklich früher Hive SG gemacht hat, wäre Phasen. Okay. Also, von dem ich das so weiß, dass er Hive SG gemacht hat. Also, logst du ein. Der halt auch Varo dabei ist. Ich weiß nicht, ob Veni Hive SG macht, aber ich log einfach mal Phasen ein. Der Veni. Also, du loggst tatsächlich ich logge Phasen ein und ich muss ihn jetzt richtig haben, dann steht es nämlich unentschieden. Wenn nicht, hast du gewonnen. Also du Pissgesicht, das ist unentschieden, du hast einfach... Nein, Spaß, natürlich also nicht. Wie kommst du auf Phasen? Nein, wer war es denn sonst? Ja, Phasen natürlich. war es wirklich jetzt? Ja, es ist Phasen gewesen. Ja. Der hat doch ein ganz anderes Intro, oder? Nein, das war das wirklich. Du musst mal Phasen-Intro eingeben. Okay, Siri geht an. Es ist wirklich das Phasen-Intro. Krass. Leute, ich hoffe, ihr habt richtig mitgeraten in den Kommentaren. Lasst einen fetten Daumen nach oben da für so diese Folge. Dann gibt es auf jeden Fall weiteres YouTuber-Raten. Schaut beim Lenny vorbei, der hat auch eine Folge mit mir aufgenommen. Wäre fresh, lasst ein Abo bei ihm da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut da rein. Das waren echt coole YouTuber, oder Lenny? Und vor allen Dingen, was ich extrem cool finde, dass es unentschieden steht. Genau, deswegen müssen wir das ja auf deinem Kanal entscheiden. Leute, genau. Haut da rein, bis dann, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.